Hallo Freunde! Hallo Freunde! Rivi! Ey, du bist ja heute richtig positiv gestimmt! Wo warst du gestern? Hallo Thomas! Moin! 19.19 Uhr war ich da und hier war schon Remi Demi. War dir bei dem guten Wetter irgendwie am Strand? Ohne mich? Warte, wir müssen kurz Moment holen. Oh mein Gott, Alter, Digga! Was für ein Hier! Ja. Wo kamen die her, Digga? Schlumpfhausen, bitte A sehr! Win Baby! Go. Die Schlümpfe, die kannst du doch easy nicht einfach wegmopsen. Stopp! Warten. Laut Paragraf 12 der UFO-Hausverordnung darf man das. Das stimmt nicht! Entwenden. Du bist ein Lügenbaron! Das stimmt nicht! Frag Anwalt Thomas! Der ist kein Anwalt, der ist Cutter! Der ist Anwalt Thomas! Der hat den Namen Anwalt Thomas noch nicht umsonst! Hier, sonst das ist die Aufmerksamkeitsfuchtelhand. Ich hab gestern gestrichen, Revi. Hast du das schon gesehen? Nein, Zeug. Ja, das Problem ist. Warte! Es könnte sein, dass man den ganzen Kram durchsieht. Und ich frage mich, wie der ganze Kram aussieht, wenn er jetzt getrocknet ist. Oh, bitte lass es gut aussehen. Bitte. Nee, ist super. Och nein! Welch desaströses Endergebnis, lieber Palle. Und die Farbe ist auch gar nicht so flashy. Ich dachte, die würde so wie das Blau so richtig schön... Och nein! Mit welcher Farbrolle hast du es gemacht? Wo ist denn die? Die ist im Sack drin. Muss auch, ist sie noch feucht? Mal gucken, ob der Trick funktioniert hat. Ja, wahrscheinlich ist sie noch feucht. Oh, perfekt, guck mal. Ich habe mir die ganzen Tricks, die Zuschauer mir genannt haben. Ja, warte, die Farbe ist doch eingetrocknet. Nein. Doch, hör doch auf. Du machst da Klumpen drauf. Klumpi-Bumpi, guck mal. Also, so wirklich deckend ist das nicht. Ich musste aber auf jeden Fall noch ein zweites Mal. Warte mal, Leute, ich stelle euch wie immer kurz ab. So Leute, es geht gleich weiter. Allerdings muss ich euch kurz was erzählen, denn es gibt wieder was auf die Augen. Die Jungs von Sky sind mal wieder auf mich zugekommen. Das letzte Mal, ja, zur neuen Staffel von Game of Thrones. Was ist das denn? Das habe ich ja noch nie gesehen. Ich fliege in der Luft. Freunde, haltet euch fest! Vielleicht der Sky-Party-Bus ist ein bisschen... Und er richtet sich einfach wieder auf. Er ist der freaking Auserwählte. Und jetzt gibt es ein weiteres Serien-Highlight. Und ich gebe ganz ehrlich zu, die erste Staffel habe ich sowas von gesuchtet. Und zwar geht es um Westworld. Die neue Staffel kommt am 23.04. exklusiv auf Sky raus. Und dazu gibt es ein ziemlich nices Angebot, und zwar Sky Ticket Entertainment für nur 4,99. Ein oder andere fragt sich jetzt, der beim letzten Mal vielleicht nicht ganz aufgepasst hat, was ist ein Sky Ticket Entertainment überhaupt? Bei dem Schlüssel könnt ihr Serien einfach auf Abruf gucken, wie zum Beispiel dann Westworld oder Game of Thrones. Und das Nice ist, es ist monatlich kündbar und ihr könnt wirklich die ganzen Serien locker flockig, nicht nur Westworld, sondern auch viele weitere, einfach auf Abruf gucken. Auf eurem Handy, ganz normal im Browser oder auch auf der PlayStation oder Xbox. Wer jetzt Bock auf den Schlüssel hat, geht ganz nach oben in die Videobeschreibung. Dort ist der Link zu Sky Ticket. Und dann könnt ihr auch schon locker flockig ab dem 23.04. die neue Staffel von Westworld euch reinziehen. Ich werde das auf jeden Fall machen. Ich persönlich kann es auch nur jedem empfehlen. Ist eine ziemlich nice Serie. Jetzt geht's aber weiter mit dem Programm. So, wir werden jetzt mal gucken, ob du deinen Euro wert bist. Ja, bisschen mehr aus der Hüfte. Ja, sehr gut. Auch in die Knie gehen. Ja. Also, wenn ich jetzt fachmännischer Maler und Lackierer erwähnen darf, das wirkt nicht überdecken, Herr Paluten. Oh. Also, selbst mit den besten Tricks hier, selbst wenn die Farbe... Nee, guck mal, das kommt immer wieder durch. Also. Ja, warte, aber hier? Nee, da, das Doppelte ist da, da sieht man noch gerade nichts durch. Doch, guck mal hier. Du siehst immer so Nuancen, je nachdem, wie die Sonne drauf fällt. Ja, warte. So von, nee, von der Seite ist das klasse. Also das ist doch tipptopp. Hier zum Beispiel, weil wenn das hier drauf fällt, klar, die Farbe ist halt nicht trocken, aber wenn die trocken ist, musst du es wieder durchsehen. Nee, das glaube ich nicht. Wie Revi nicht versteht, dass ich ihm jetzt gerade die ganze Arbeit machen lasse, wenn ich einfach nur die Kamera halte. Ist aber auch unwahrscheinlich warm draußen, meine Damen und Herren. Also da, ich hoffe, ihr seid gerade irgendwo, wo es schön kühl ist, habt einen schönen, irgendwie einen leckeren Drink in der Hand. Was trinkst du am liebsten, wenn es so richtig warm ist? Einfach Wasser? Oder würdest du sagen, jo, ja, Sprudelwasser? Sprudelwasser? Mit Ingwer oder Zitrone drin? Oh, das hört sich wirklich. Ingwer ist auch super. Einfach geil. Ja, Ingwer ist super. Ich hab's gehasst, aber geliebt. Was mache ich denn jetzt mit der Bank? Wie, das muss funktionieren. Ganz ehrlich. Ach doch, ich gehe hier zackig, knackig. So deckt das.
So ist das doch. Das Ding ist, wenn einmal. Aber nee, da kommt das ja schon wieder durch. Sobald halt einmal die Sonne drauf scheint, Leute. Ja, ist das ja, gelaufen? Das kommt hier. Das kommt direkt. Das kommt da durch. Ich brauche eine andere Farbe. Sollen wir die Wand anreißen? Wir müssen die Wand anreißen. Hast du einen Hammer? Wir müssen. Ich meine, hier ist alles schon kaputt. Wir können eigentlich jetzt die Wand. Wieso? Was heißt denn hier ist alles kaputt? Ich mach das doch jetzt gerade hier. Ich habe die Wand gestrichen. Hier geht's jetzt richtig los. Alter. Aber der Unfall war halt unvorhersehbar. Ja, also ich weiß ja nicht, wie gesagt, mit meiner Neonfarbe, ich wusste ja, dass das alles... Ja, du wusstest das! Man kann natürlich jetzt sagen, dass ich nur Glück gehabt habe, aber nein, Leute, ich wusste, dass das so kommt. Ich wusste es. Ey, das ist ja... Das ist echt mies, ne? Die blaue Wand sieht doch eigentlich echt schön aus. Ja, die blaue Wand finde ich auch klasse. Auf die bin ich auch wirklich stolz. Ich muss hier den... Was hältst du denn davon, wenn du tatsächlich vielleicht, also klingt das vielleicht dumm, du willst ja alles selber machen, ne? Ja. Aber vielleicht bestellst du dir mal kurz einen Profi hier hin. Nein, aber ich bin doch Profi. Ja, wenn du Profi wärst, wäre das nicht passiert. Ja, was soll das? Das konnte ja niemand wissen. Ich habe da ein bisschen mit Graffiti drauf gesprüht, aber nein, ich werde das weiter selber machen. Okay. Weil man darf nie aufgeben. Das stimmt. Weißt du, wenn das Leben einen vor solche Herausforderungen stellt, dann reißt man die Wand einfach ein. Nein, dann macht man weiter. Fehler passieren, Fehler sind menschlich. Und aber ich werde diese Wand noch fertig machen. Orange auch? Die wirkt doch orange. Die wirkt noch orange. Die, okay. Das wirkt orange, wird er noch dran an die Wand. Ist ja schon. Ich frage mich tatsächlich, wie das später wieder weiß gestrichen werden soll, wenn wir ausziehen. Wieso? Ja, also ich meine, wenn das jetzt schon nicht abdeckt und dann stell dir mal vor, jemand streicht da weich drüber, dann kommt der erst orange durch. Ja, der muss dann 4-5 Sachen, der muss das 4-5 Mal, das gibt's ja so extra so abdeckweiß. Nee, das ist nicht der, sondern wir, weil wir müssen das irgendwo wieder mit weißen Wänden übergeben. Oh, ist doch schon so spät, ich glaube, ich muss gehen. Doch, ich muss weg. Nein, nicht. Doch. Okay, oh, da passe ich nicht durch. Ich weiß es nicht, was ich machen soll. Das ist ein einziges Fiasko. Hast du schon mal überlegt, einfach ein... Die Wand zu, also an der Wand zu dabben, dass die vielleicht dann... Nein, dabben hilft mir jetzt auch nicht weiter. Nein, dabben bringt nichts. Das hat noch nie irgendwas gelöst. Natürlich. Nein, das überhaupt nicht. Was? Ganze Weltkriege hätte. Nein, da wurde nichts wurde entschieden mit einem Dab. So. Ja. Hast du meinen Schlüssel an? Nee, fang ich wieder an. Ich war zu langsam. Das hat wieder viel zu lange gedauert. Guck mal, sowas wäre doch schön in deinem Büro gewesen. Das hat Freddy echt so gut gemacht, da muss ich ihm echt für loben. Also das sieht so geil aus. Das sieht wirklich nice aus. Sieht einfach so gut aus, Junge. Ach, das gibt's wenigstens irgendwas Leckeres zu essen. Hier, wenn du hier einmal abbeißt, Alter. Ui. Das hat Bitterkuvertüre. Nein, ich möchte nicht. Beiß einmal ab, Junge. Nein. Und dann wieder Kaupulver. Ich möchte irgendwie so ein Eis. Nelken haben wir. Haben wir noch Eis? Nee, leider nicht. Oh Mann, warum haben wir nie Eis? Nelken stinken so, oder? Ja, was machen wir jetzt? Ja, ich gehe nach Hause und weine. Nee, ich muss mir einfach neuen Kram bestellen. Ich werde mir einfach eine neue Farbe holen. Werde mich da mal richtig mit so einem Typen im Baumarkt... ja, das sind einfach Tools. Das ist so ein Set, was ich mir geholt habe. Das musst du jetzt nicht nochmal auspacken. So Leute, das war's mit dem heutigen Video. Für die Verabschiedung habe ich mich nochmal hierhin begeben. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall eine kleine Bewertung da. Und wenn ihr Bock habt auf Sky Ticket Entertainment und vor allem Staffel 2 von Westworld, dann klickt auf jeden Fall in den ersten Link ganz oben in der Videobeschreibung. Schaut natürlich auch bei Revi und Thomas vorbei. Und ich muss mich jetzt beeilen. Ich muss meinen Flieger für heute kriegen und noch das schöne Wetter genießen. Ich hoffe, ihr habt alle einen traumhaften Tag. Haut rein. Tschüss.